Gottes Rechen segnen alle, hallo. Ich habe die Reise nun beendet und kann einen interessanten Tagesausblick geben. Dass bevor ich in den Zug einsteigen konnte, hat der Herr etwas ganz Großes organisiert. Mein Arbeitskollege, den ich seit 10 Jahren kenne, den ich auch schon verkündet habe, der war genau zur richtigen Zeit, genau dort beim Bahnhof, um seine Rechnungen zu zahlen. Ja, interessant. Genau zu dieser Zeit. Ich wollte schon noch später gehen. Ja. Heute Morgen habe ich mich so richtig gefühlt, ich sollte besser, also später gehen, weil ich war einfach nicht so gut drauf. Ja. Aber siehe da, wie der Herr das organisiert hat. Und ich wollte auch noch später, ja, ich wollte auch noch später von zu Hause eigentlich raus. Und auch noch früher habe ich auch gedacht, ist besser, noch früher. Wäre ich noch früher gegangen, auch nur, wenn es auch nur 10 Sekunden wären, ich hätte ihn verpasst. Ja. Er ist direkt vom Auto dort ausgestiegen und lief gleich zum Post, dort beim Bahnhof. Nur 10 Sekunden und ich hätte ihn verpasst. Ja. Nur 10 Sekunden früher hätte ich ihn verpasst, 10 Sekunden später hätte ich ihn verpasst. Der Herr hat diesen Mann, den ich seit 10 Jahren kenne, genau dort hingestellt, damit ich ihm erneut die Frage stellen kann. Wie sieht es denn bei dir aus mit Gott? Hast du da alles klar gemacht und bist du mit Jesus und so weiter? Ich hab mal einiges versucht klar zu machen, aber ich habe gesehen, bei dem geht gar nichts. Ja? Ich musste mich auch ein ganz klein bisschen mehr ins weltliche Niveau runter, wegen der Arbeit, wegen dies, wegen jenes. Manchmal muss ich auf diesem Niveau runter, soweit es möglich ist. Ich glaube, jeder Einzelne, der das Evangelium jemals verkündet hat, wird das verstehen, was es bedeutet. Ja? Soweit es möglich ist. Und ich habe ihm versucht zu sagen, es wird ein Gericht über alles kommen, was du machst. Wir haben noch über die Arbeit geredet, was für Ungerechtigkeit und so. Ich habe auch erfahren, dass er nicht mehr lange bei uns ist, wegen vielen Sachen. Ich verüble ihm das nicht, da ich nun einiges über ihn mehr weiß. Ja. Ich habe ihm gesagt, aber du denkst, über diese Ungerechtigkeit kommt kein Gericht. Er hat gesagt, ja natürlich, das werden sie nicht lange tun können. Aber er hat es nicht so gemeint, dass Gott darüber Gericht hat. Er hat mir so gesagt, ich bin ein voller Heide, Arif. Ja, ein Heide, und er ist stolz darauf. Er sagt, ich habe nur noch Vater und Mutter. Ja. Er ist weder verheiratet noch sonst irgendetwas. Es ist nicht zum über ihn urteilen. Ich weiß schon ein ganz kleines bisschen, was er alles so treibt. Er muss es gar nicht erzählen. Ich kenne ihn genug lange schon. Ja, es ist nicht über ihn zu urteilen. Er ist Mensch der Welt. Ein Vollheide, wie du willst, also Vollzeitheide. Glaubt an gar nichts. Ich habe ihm erzählt, dass ich in Zermatt war und so. Und er hat gesagt, ja, was soll denn das da? Das lohnt sich doch nicht für einen Tag. Wir haben gesagt, um das Evangelium dort zu verkünden und weiterzugeben. Und da hat sich sein Blick verändert, sein ganzes Sein. Ja? Da hat er auch angefangen, die Frauen hinterher zu schauen. Um mich herum habe ich gespürt, dass da nicht mehr diese Person selber alleine so mit mir redet. Nicht der andere, den ich kenne, sondern da blickt etwas anderes durch ihn. Und da spricht auch etwas anderes durch ihn, ja. Hab es gesehen, sein schweres Schlucken dann auch. Ja. Das war nicht mehr er allein, das habe ich sofort gemerkt. Und ich habe auch gespürt, ich komme bei ihm nicht durch. Egal was ich jetzt sage, kommt nicht. Habe bei jedem Satz gemerkt, kommt nicht durch, kommt nicht durch. Ja. Er hat sein Herz verschlossen für diese Wahrheit. Er hat auch gesagt, wir haben gesagt, ja, was passiert denn mit dir, wenn du stirbst? Hast du nie überlegt? Er hat gesagt, ja, dann ist weg und so. Und wir nehmen so oder so nichts mit. Ich habe gesagt, aber deine Seele nimmst du mit. Und er hat schon mit der Hand so gemacht, dass, also für ihn ist egal, die Seele und so. Ist, ja, für ihn ist egal. Ja. Also lebe einmal, ja, und richtig in Anführungs- und Schlusszeichen, ja. Und dann ist weg, ja.
Also rumhuren und saufen, ja, Casino oder was auch immer noch alles dazukommt, wenn man extrem viel verdient, wie er. Ja. Und was kommt noch, oder? Haben gesagt, ja, aber was dann, oder? Er hat gesagt, ich habe ein Häuschen da und mein Freund hat das schon alles organisiert. Er meinte mit Freund natürlich einfach Kollege, nicht falsch verstehen. Ja, und er hat alles so rundherum geredet und so. Dann habe ich von der Arbeit ein bisschen geredet und habe mal offengelegt, was die Chefs bei uns so anstellen. Würde ich dir das offen sagen, was meine Chefs alles noch tun im Hintergrund, wenn sie zum Beispiel nach Thailand gehen und so. Sie müssen mir das gar nicht sagen. Ich sehe es an ihren Blicken. Ich weiß, was sie tun. Es ist auch nicht über sie zu urteilen. Wahrscheinlich wäre ich in der Welt und an ihrer Stelle. Keine Ahnung. Und das sind Multimillionäre, ja. Keine Ahnung. Einer, der für die Welt lebt, in der Welt lebt und so drauf ist. Und der einem nichts heilig ist, was erwartest du? Die lassen Familie und Frau hier für manchmal mehrere Wochen für die Firma in Thailand oder Rumänien haben wir auch eins. Und was denkst du, was sie da tun? Die leben doch nicht fromm. Was glaubst denn du? Die sehen so eigenartig aus inzwischen, vor allem der eine Chef. Da ist irgendetwas passiert, hat er irgendein Ritual gemacht oder so, oder hat er Jugendliche vergewaltigt oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ist nicht zum über ihn urteilen, aber sie machen solches, garantiert. Und er hat dann, ich habe ihm dann auch eben dem André gesagt, ja, ich will gar nicht eigentlich wissen, was die da alles noch tun, ja, diese Personen, die Chefs. Und er hat dann auch so gemacht, ja, er hat gesagt, ja, ich habe auch einen Maulkorb bekommen und so, ja. Die machen sehr schlimme Sachen. Sicherlich bei allen Chefs irgendetwas ist da, ja, und das ist schrecklich. Das ist schrecklich, wenn ein Gottlose viel Geld in der Hand hat. Habe ihm das mal so offen gelegt und habe ihm dann gesagt, wird über das kein Gericht kommen und so und kein Urteil darüber und kam nicht durch. Dieser Mann, wie eine Felswand um das Herz, kam nicht durch. Habe es nicht begriffen. 15 Minuten habe ich etwa so Zeit gehabt, ja, für ihn. Er hat gehört und er hat mir eigentlich einen Ort empfohlen, wo ich da hin kann, um mich auszuruhen. Er hat das Gefühl, ich gehe dorthin, mich auszuruhen. Ist ein Ort, wo ich hingehe, um zu missionieren, genau gleich wie Zermatt. So war der Herr mir hilft. Und das habe ich so mal angenommen für mich. Ja. Ach, dieser Ort heißt Arosa. Ist doch ganz weit oben. Ein Skigebietsort und weiß nicht was für ein Ort. Und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist auch eine andere Verbindung dorthin. Das heißt, ich bin ziemlich rasch dort, obwohl es extrem weit weg ist. Ja, keine 5,5 Stunden wie nach Zermatt. Und das ist gigantisch. Das andere Erlebnis ist auch ganz speziell gewesen mit meiner lieben Schwester Sarah. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dies gesehen hat. Wo wir da beim Rückweg waren und den Tram nehmen mussten, auf dem Tramplatz, wo wir da geredet haben. Sie hat mir gesagt, ja, nur die Außerwelten und so, weil sie Gedanken machte wegen unserem Verwandten. Ja, eben nur die Außerwelten und so. Jeder Einzelne ist Außerwelt. Und dieser Weg ist dir bereit. Wenn du Jesus akzeptierst, ist dieser Weg vor dir offen. Jesus ist dieser Weg. Er geht dir voran. Er hat dir alles vorbereitet. Und wenn du ihn annimmst, ist dieser Weg offen vor dir. Und du gehst diesen Weg. Und du bist dann ein Außerwälter. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Dies habe ich dort zitiert. Und dieses Fräulein neben uns, die hat es schon nicht ausgehalten, hat, dass wir über Jesus reden und alles. Aber ihre Blicke habe ich gesehen, dass ihr das Herz völlig geöffnet war. Sie hat sehr mit sehr viel Trauer zu uns geschaut und sehr, sehr genau zugehört. Sie ist dann auch nach rechts rüber und hat sich in unsere Nähe gesetzt und sie hat immer die ganze Zeit mich angeschaut und ganz genau, ganz, ganz genau zugehört. Und ich habe das so interessant gefunden, ich habe es bemerkt, ja. Ich habe auch mal zu ihr rüber geschaut und habe das bemerkt. Sie hat es gehört. Sie war nicht ohne Grund dort, ja. Im Tram drin hat sie noch
zu mir und meiner Schwester dann gesprochen und ob, dass wir eine Jacke vergessen hätten, aber war von jemand anderem. Und ich habe dann gesehen in ihrem Gesicht, sie hat genau diese Botschaft, alles was wir dort geredet haben, in diesen 10 Minuten gebraucht. Sie hat genau dies gebraucht, sie brauchte nicht einmal ein Traktat. Für was? Sie hat es bekommen in ihr Herz, ja. Da könnte der Traktat aus Gold sein und nur zwei Seiten sogar, damit es kurz und bündig ist. Aber nein, es hat ihr gereicht, sie hat es begriffen. Ja. Mich wundert es nicht, wenn wir vielleicht nur sie, ja, und noch ein paar andere, die wir ganz direkt getroffen haben, mit der Botschaft im Himmel sehen werden. Ganz klar, diese Frau, die hat sowas von ihr Herz bekommen, es war so stark. Und dann rief ich, weil ich gesagt habe, das ist nicht von uns, diese Jacke. Hat sie ganz, sie hat so gestrahlt, ja, sie hat so gestrahlt und gestrahlt. Ich habe ihr gesagt, Jesus liebt dich. Und das Strahlen blieb immer noch, ja. So viel zu diesem Zeugnis. Jetzt bin ich zu Hause, morgen ist Luzern. Gegen 11 Uhr bin ich dann in Luzern, so Gott will und erlaubt. Bald gibt es einen größeren Update, wo ich dann hingehe. Es wird sehr interessant, sogar die Entfernung und so, wie lange das geht, die Fahrtdauer, habe ich alles nachgeschaut, bei fast allem. Ja. Amen.